Hey Leute, hier ist Alex von Calisthenic Movement. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr euren ersten Klimmzug schafft oder wie ihr ein Plateau überwindet, wenn ihr weniger als 5 Klimmzüge könnt. Und dafür fangen wir zuerst mit den Griffvarianten an. Bei Klimmzügen an der Stange werden vor allem zwei Griffe häufig benutzt. Der Untergriff oder auch Kammgriff und der Obergriff oder auch Ristgriff. Für viele ist es einfacher, mit dem Untergriff zu starten, da die Ellenbogenposition für den Bizeps optimal ist und dieser demzufolge mehr Kraft entfalten kann. Der Pectoralis Major und der Bizeps Brachii haben bei einem Klimmzug im Untergriff eine höhere Aktivierung als beim Klimmzug im Obergriff. Beim Obergriff ist dafür aber der untere Trapezius stärker aktiviert als beim Untergriff. Wenn es darum geht, den Rücken zu kräftigen, bringen aber beide Griffe gute Resultate. Auch bei der Griffbreite gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der breite Griff belastet die Schultergelenke etwas stärker, wohingegen der enge oder schulterbreite Griff die Schultergelenke in einer natürlicheren Position bewegt, die eine geringere mechanische Belastung bedeutet. Im breiten Griff sind die Schultern also nicht in einer optimalen Stellung, um viel Last auszuhalten. Wenn man damit also nicht sorgfältig arbeitet, kann dieser Umstand zu Verletzungen führen. Man sollte also einen schulterbreiten Griff wählen, da es keinen großen Unterschied in der Muskelaktivierung gibt, der schulterbreite oder enge Griff aber ein geringeres Verletzungsrisiko für die Schulter bedeuten. Als nächstes schauen wir uns die Körperposition während des Klimmzuges an. Wenn wir uns im Klimmzug hochziehen, bleibt unser Oberkörper während dieser Bewegung nicht zu 100% vertikal, sondern bewegt sich ganz leicht aus dieser vertikalen Linie heraus. Beugt man die Beine an und geht leicht in ein Hohlkreuz, kann man den Körperschwerpunkt dadurch wieder ausgleichen und somit auf eine vertikale Linie unter der Stange bringen. Allerdings haben wir jetzt weniger Spannung in der ventralen Muskelkette. Bringt man seine Beine aber nach vorn und kippt das Becken nach hinten, spannt man damit seine ventrale Muskelkette an. Der Klimmzug wird durch diese Bewegung zwar effektiver für den Rumpf und die allgemeine Körperspannung, allerdings auch schwerer, da wir nun deutlich aus der vertikalen Linie herausgehen und unseren Unterkörper und Rumpf der Position des Oberkörpers anpassen. Wir empfehlen Variante 2, da diese zwar schwerer ist, aber wesentlich mehr Vorteile bietet. Jetzt kommen wir zu den drei Schritten, wie ihr einen Klimmzug erlernt und die Wiederholungszahl steigern könnt. Als erstes arbeiten wir mit einem aktiven Hang. Hierbei aktivieren wir die Muskeln im Rücken, die nötig sind, um einen Klimmzug durchzuführen. Haltet euch an der Stange und zieht die Schulterblätter nach unten. Das Ganze könnt ihr statisch und dynamisch machen. Als nächstes könnt ihr auf Level 1 auch mit Body Rows arbeiten. Da eure Füße auf dem Boden aufliegen, ist die Übung leichter als ein Klimmzug. Das Gute an Body Rows ist, dass ihr die Schwierigkeit wunderbar über den Winkel anpassen könnt. Je vertikaler ihr seid, umso leichter wird der Body Row. Die dritte Übung auf Level 1 ist der Klimmzug mit Band. Je nachdem, wie schwer das Band ist, nimmt euch dieses einen Teil eures Gewichtes ab. Auf Level 2 solltet ihr in der Lage sein, euch in der oberen Klimmzugposition kurz halten zu können. Wenn dies möglich ist, arbeiten wir jetzt mit negativen Klimmzügen. Lasst euch langsam herab und startet die Bewegung von vorn. Nutzt nur den negativen Teil der Bewegung. Solltet ihr euch nicht mehr langsam herablassen können, ist der Satz beendet. Zusätzlich zu den negativen Wiederholungen könnt ihr auch weiterhin mit Body Rows oder den Klimmzügen mit Band arbeiten. Euer Hauptfokus sollte aber auf den negativen Wiederholungen liegen. Auf Level 3 könnt ihr jetzt schon einen oder ein paar Klimmzüge, hängt aber im Bereich von 1 bis 4 Wiederholungen fest. Hier startet ihr einen Satz mit normalen Klimmzügen und absolviert so viele wie möglich. Sofort danach verlängert ihr euren Satz mit negativen Wiederholungen. Auch hier absolviert ihr wieder so viele Wiederholungen, bis ihr euch nicht mehr langsam absenken könnt und pausiert danach.